So, es geht weiter. Ja. Mit Stardew Valley im Multiplayer. Hey Leute, einen wunderschönen Freitag, Ende der Woche. Wochenende, hoch die Hände, ne, andersrum, hoch die Hände, Wochenende. Ja. Hoch die Ende, Wochenwende. Was? Wochenwende? Es ist Sonntag, es ist wieder, Ja, guck mal. Oha. Ja, manchmal kann es passieren, deswegen, die andere, ah, doch, da oben ist der Blitz eingeschlagen, hier, bei dem hier. Ja, aber das war erst nicht. Ja, wir warten heute tatsächlich noch einen Tag länger, das ist in Ordnung. Und vielleicht wird noch ein anderer groß. Ich hatte nur die, die sowieso nicht mehr groß werden können. Nein, nicht essen. Das heißt, den großen erntest du? Genau. So, aber die anderen haben alle noch Chancen, riesig zu werden. Wuhu! Suki sagt auch schon Wochenende, obwohl für Suki noch gar nicht das Wochenende angefangen hat. Für mich schon. Also quasi. Quasi, außer dass du morgen noch arbeiten musst. Morgen arbeiten, ja. Aber ansonsten, was denn? Es war sehr gut, dass ich trotzdem noch mal alle nachgebaut habe. Gewittert es heute eigentlich oder regnet es nur? Es gewittert, wurde doch gesagt. Es hat noch einen Sturm, oder? Und sollte es dann theoretisch nicht heute schon wieder, Hey Kindchen, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen. Mich dürstet nach etwas hellerem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Pam. Ja, Pale Ale. Pam Ale? Pam Ale. Ja, Pam Ale. Okay, so, ich gehe mal kurz beim Händler nochmal gucken, was der hat. Ah ne, andersrum. Ah, ich bin doch blöd. Na egal. Bum, Rumpel. Rumpelkarton. Pomegranate. Brauchen wir eine Pomegranate? Für einen Bantel? Eine Pommesgranate brauchen wir, glaube ich, nicht. Sicher? Ich guck mal schnell. Sunflower Seeds. Warte mal, doch, ich glaube, wir brauchen eine Pommesgranate. Ja, und zwar fürs Verzauberer, ja. Ja, und Rare Green. Rare Seed immer kaufen, den gibt es jetzt im Sommer immer. Okay. Cranberry brauchen wir nicht, Kokosnuss brauchen wir, glaube ich, auch nicht, ne? Warte mal, das haben wir gerade. Futter nicht. Nee, glaube ich, brauchen wir nicht. Nee. Und Sunflower Seeds gibt es einmal. Nee, kaufen wir im Herbst die Sunflower Seeds, ist günstiger. Warum ist das Gamepad schon wieder getrennt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie hat das einen Wackelkontakt, gerade die Batteriestation. Ich pack die Batterien übrigens da mal mit rein, Naturgut. So, brauchen wir jetzt noch was? Nee, dann, das heißt, ich gehe jetzt in die Mine angeln. Achso, ich wollte eigentlich gucken, was... Für Geld. Du hast Style und das Geld. Ja, Style habe ich schon, Geld noch nicht, jetzt wirklich an. So, Tomaten und Melonen und eine Blaubeere. Blaubeeren sind noch nicht reif, aber Tomaten und Melone habe ich schon. Kann ich gleich wegbringen. Ich schmeiße Pommesgranate wieder in die Kiste rein, ne? Ja, die Pommesgranate. So. Hast du in die richtige Kiste gefunden? Ja. In die Verkaufskiste? Nicht in die Verkaufskiste. Der Minenbandel haben wir noch nicht fertig, ne? Nee. Das brauchen wir noch. Kann ich vielleicht sagen. Ich kann mir das auch gleich angucken. Kannst du? Ja, das ist falsch. Alles. Boiler Room. Wir brauchen alles noch. Hat er noch gar nichts? Wir haben noch gar nichts. Ach Gott. Adventurers Bundle sollten wir voll kriegen, ohne Probleme. Geologist Bundle? Nee, ohne Probleme auch nicht. Wir haben weder genug Dings, noch haben wir genug Fledermausflügel, die habe ich mir gekauft. Wir brauchen nur zwei, ne? Achso. Dann brauchen wir nur entweder ein paar Fledermausflügel. Ja, ich müsste mal in die Mine gehen. Ich gehe mal hacken. Bei dir hackt's wohl. Ja, ich meine, du kannst da runterkommen mit. Ja, mach ich gleich. Ich nehme nur eine Tomate und eine Melone noch mit. Für? Bundle. Dann nimm die Pomegranate auch mit. Ja. Und die Frozen Geode kannst du auch mitnehmen. Die brauchen wir, glaube ich, auch eine Adventures Bundle. Ah, stimmt. Ja. Eine Frozen Geode. Oder? Adventures? Ja, das für. Nee, im Enchanter Bundle. Field Research, ja. Field Research war es, glaube ich. Feldforschungsbundle. Ja. Da brauchen wir eine. Bundle up, folks. There's a huge storm approaching. Ich habe schon 4500, allein gestern durch den Sturm gemacht. Nur durch den Sturm, das muss ich mir mal vorstellen.
Ja. Wie weit sind wir in der Mine denn? 65. Das ist Eisgebiet, okay. Oh Gott, ja. Du hast noch die Standard-Axt? Ja. Oh je. Warte mal, ich bin doch blöd. Ich bin doch blöd. Dafür habe ich mittlerweile ein besseres Schwert schon. Okay. Ich habe auch ein gutes Schwert. Ich habe halt die Edge, die von irgendjemandem war. Von Sassi wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Feldforschung? Hm. Crystal Fruit haben wir schon, ne? Ja. Und zwar hier beim Färbemittel packen wir den roten Pilz noch rein. Richtig schwer wird das Färbemittel. Also es gibt ja eine Challenge, das im ersten Jahr zu schaffen. Da muss man sich halt richtig ranhalten. Aber richtig schwer ist, man muss auch Glück haben, ist auch ein bisschen auf RNGs. Weil du normalerweise keinen Rotkohl im ersten Jahr kriegst. Das musst du kaufen. Ja, da musst du halt Glück haben, dass es zu kaufen ist. Ich sag ja, RNGs. Ich habe übrigens auf Ebene 66 gibt es drei Treppen. Drei Treppen? Ja, das ist ja auch so, wo du runtergehst. Aha! Frozen Tier habe ich auch noch mitgenommen. Verzauber. Oh, Eichenharz haben wir schon. Wir brauchen noch einen Wein und Dings, ja. Haben wir schon Weinfass? Nee. Haben wir noch nicht. Ist alles tot hier auf der Ebene. Das Gute ist, hier ist alles tot nach der Ebene. Nichts können sie, gar nichts, die faulen Schweine. Dann muss ich doch Steine abhauen. Kannst du mal Juri fragen. Du musst auf 65 einsteigen, nicht so schnell. Das ist nicht so schlimm. Aber der Weg sollte schon frei sein. Oh, da ist noch ein Slime. Ja, ich habe halt nicht alles getötet. Ja, warum auch? Ich will einfach nur die Minen runterpushen. Eben. Alles andere können wir dann noch machen. Das sind ja gleich drei Treppen. Oh Gott. Hast du eine Treppe schon gefunden? Ja, da. 67. Ich habe eine Treppe gefunden. 67 ist unten links die Treppe. Ja, habe ich schon gefunden. Ich guck doch, ich spiele doch auf niedriger Zoom-Stufe. Die Ebenen sind immer super. Ach ja, ich vergaß. Wir haben Spiel Multiplayer. Dadurch ist ein bisschen Lag bei den Gegnern drin. Bei den Gegnern? Guck dich mal an, wie du gerade hier rumwachst. Oh, da hinten ist ein Champion. So weit siehst du schon? Ich habe auch nie die. Ach, du hast eine. Ja, stimmt, du hast eine höhere Auflösung. Ich habe eine Winterroot. Ist gut. Du hast nur 27 oder so, oder? Du hast 27. Na, wie viel hast du? 1080p? Weiß ich nicht. Ob ich nicht mal. Das kann nämlich einiges erklären. Oh. Meiner. Ich habe schon Kohle im Inventar. Ja, aber die Dinger sind jetzt nicht mehr schärf. Die können wir jetzt beide nutzen, das wollten sie ja verändern. Wie cool ist das denn? Genauso wie die Kisten, die auf den Zwischenebenen sind. Ach nee. Die sollen jetzt auch für beide gelten. Mensch, da können wir quasi dann insgesamt vier von diesen Feuern haben. Das ist sehr gut. Das heißt, es werden vier Plätze im Inventar in den Kisten auf. Ja, so geht's mir auch immer tatsächlich, wenn er böse guckt. Was? Ja, du zuckst nur, der Schleim bekommt Schaden. Durch den Lag. Das ist Martins böser Blick. Wenn ich Hunger habe und mich jemand nervt, ist das ganz schlimm. Wenn eins von beiden schon schlimm ist, aber wenn beides zutrifft, so geht. Da solltest du dich echt vornehmen. Ich sollte ein bisschen auf mein Leben achten. Ich weiß nicht, dass ich hier noch drauf bin. Das nennst du Leben, was du hast. Voll gepisst. Ist alles tot? Jetzt. Ping Pong. Hat's gemacht. Ja, natürlich müssen wir wieder ganz zum Anfang zurück. Wo ist denn der Anfang? Da lang und da lang. Kannst du mich mal nicht hauen? Ja, da hatte er noch nicht Hunger und war gleichzeitig genervt. Oder war generell vielleicht nicht genervt? Eine Ebene noch. Vielleicht nervst du ihn einfach nicht genug, Suki. Komm her. Oh.
Hab hier eine. Brauche ich nicht. 70. Gibt's da die Schleuder? Weiß nicht, guck mal rein. Nein! Warte mal, wir haben eben eine 70. Keine Master Slings schon mitnehmen würden. Verdammt! Sugi, da kann ich dich unterrichten. Ich kann dich unterweisen darin. Was? Mich nerven? Ja. Besser, lass mich nerven. Ich bin vielleicht nicht der größte Meister im Mafi-Nerven, aber ich habe einen Magnetring gefunden. Das ist schön. Ich gehe schon zurück. Du solltest Suki auf jeden Fall mal, wenn sie hier ist, die Himmelspforte zeigen. Himmelspforte? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, das klingt ein bisschen brutal. Zeig dir mal die Himmelspforte. Töte sie. Irgendwie schon. Oh, und einen Leuchtring, einen großen. Sehr gut. Hab ich schon Ringe? Ja, ich habe Magnetring und einen großen Leuchtring. Ich auch. Und einen Augenring. Ja. So. Ja, erbärmlich. Das muss einmal mit. Das noch einmal mit. Das Slime war rund 99, ne? Mhm. Gut, dann kann ich das verkaufen noch. Und Fledermausflügel brauchen wir auch noch ein paar mehr. Ich habe zwei Schnabeltier. Nee, andersrum. Ja, brauchen wir nicht. Guck mal, wir haben fast genug Slime. Wenn du noch ein bisschen Slime hast. Und dann können wir ein Sonnenbild rein. Ja, okay. Dann geht das auch. Ich habe genug Schleim. 25 habe ich. Okay. Vielleicht. Die Crystal Fruit brauchen wir nicht mehr. Die hast du schon abgegeben, oder? Ja. Wie verkauft ein Sap eigentlich? Ist total dumm. Sollen wir einfach hier reinschmeißen? Mit. Ja. Die Kohle kommt hier nicht rein, die Kohle kommt oben rein. So, okay, das weiß niemand so genau. Und selbst wenn wir es wüssten, dürften wir es dir nicht sagen. Ich glaube, es fasst alles ganz gut zusammen, oder? Man? Ja. Egal, wovon man redet. So. Gut, dann gehe ich schon mal schlafen. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. So, 23. Ich hab mal wieder 23 Dings gesammelt. Zwergschutzschleuder 3, das ist gut. Ernsthaft die Meisterschleuder dahin gepackt? Ne, die kommt unten rein. Die Beiroute müssen wir verkaufen. Genau, gehen, die kannst du drinlegen. Die können wir mal dann in sich zum Händler bringen. Ich muss sowieso noch meine Mitgliedschaft bei denen beginnen, also von daher. Da musst du sowieso noch mal hin. Eben. Die haben so eine dünne Öffnungszeit. Ja, 14 bis 22 Uhr. Alter, was ist denn das für eine Öffnungszeit? Kannst du auch keinen anbieten. Ab ins Bett. Erster Tag, ne? Ja. Minenarbeitsstufe 2. Geologe oder Minenarbeiter? Ich werde, Also ich nehme immer Minenarbeiter. Ja, ich überlege auch erstmal den Minenarbeiter und ich werde mich später umskillen. Das kannst du machen. Und deswegen verkaufen wir jetzt die ganzen Edelsteine noch nicht. Damit wir später die alle mit 30% mehr verkaufen können. Jo. 2500, wie viel habe ich denn da verkauft? 10. Mensch. Alter, wie hell das, wenn man im Zimmer wurde? Bam! Ja, bei mir ist ja auch gar kein Licht. Ja, natürlich, du bist ja nicht zu Hause. Ja, nicht die höchste Leuchte. Ja, gut, aber das wussten wir schon vorher. Ja, ganz verstanden. So, achso, warte mal, ich mach das mal so. Wie viel kriegt man eigentlich für einen Refined Quartz? Weil davon werden wir sowieso mehr als genug haben. Das will ich nicht sagen, wir können Crystal Path machen dann. Ich werde jetzt übrigens die Kaffeebohnen nicht weiter anpflanzen, weil wir haben ja schon Sommer. Das lohnt sich nicht mehr. Sondern ich werde die aufheben für nächstes Jahr. Die Kaffeebohnen können wir anpflanzen, wenn wir irgendwann das Zeug kriegen für die Pots. Die Clay Pots. Ja, da müssten wir sie drin anpflanzen und dann da funktionieren die Sprinkler nicht. Den Claypots. Das heißt, wir müssen jeden Tag gießen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, oder? Das ist eine Pflanze. Achso, warum willst du nur eine Pflanze pflanzen? Das lohnt sich ja gar nicht. Achso, ich habe schon gepflanzt. Ich habe 5 Kaffeebohnen gepflanzt. Die will ich jetzt nutzen, um bis für diesen Monat noch so viel wie möglich zu bekommen.
Und achso, ich pack die übrigens mal in die Seed-Kiste rein. So, ich gehe wieder in die Mine. Wir haben 5-mal Melone, die kann ich mitnehmen für die Quality-Bande. Die Kaffeebohnen bitte in die Frühlings-Seeds. Und dann werden wir die nächstes Jahr im Frühjahr, wenn wir dann genug Sprinkler haben, bauen. Weil das ist eine super gute Investition. Das ist super easy, Mann. Weil du halt 2 Monate das nutzen kannst. Eben. Batterien sind übrigens schon wieder voll. Ja, ja, nicht alle. Also 6 Stück gerade mal. Das Evoli ist so knuffig. Das hört sich nur ein bisschen behindert an für den Evoli. Du hast dich behindert an für den Evoli, ja? Also bitte. Ah, oh, ist okay. Das hast du schön gesagt. Aber nicht nur deiner, so okay. Ist ja nicht unser aller Sonnenschein. Und ich weiß, dass ihr jetzt beide gerne Nein sagen wollt, aber ihr könnt nicht. Wir können nicht? Nein, ihr könnt nicht. Okay, wir können nicht. Ich habe gesagt, ihr könnt nicht, verdammt nochmal. Suki, wenn du so lange wie ich mit ihm verheiratet warst, dann... Quarz brauchen wir nicht mehr, ne? Nimm ihn auf jeden Fall mit. Immer mitnehmen. Moment. Ja, okay. Was denn? Ich wollte gerade fragen, ob du die Edelstein-Dings gemacht hast, weil ich gerade 2... Nee, das passiert manchmal. Aber ich habe auch aus der Kiste rausgekriegt, also... Ja. Gott, dieser Rumble ist echt hart. That's what he said. Ja. Hat er wirklich. So, ich gehe nochmal ein bisschen shoppen gleich. Ja, mach das. Shopping Queen. Cause I am the Shopping Queen. Was willst du kaufen? Neue Seeds. Naja, okay. So, Sommer Seeds. Blueberries, Bündel komplett. Bündel komplett. Sehr schön. Wir bekommen einen Qualitätssprinkler, das ist gut. Haben wir einen Goldbar wenigstens schon, dass wir das Bundle fertig machen können? Nee, ich glaube nicht. Shit. Nutzpflanzenqualität. So, da haben wir auf jeden Fall immer 5 Melonen drin. Wenn wir 5 Kürbisse und 5 Mais dann bekommen, dann... Einzige, wo wir noch nicht reinkommen können, sind ja Feuerquarz, oder? Haben wir davor schon was? Nee, ich glaube, davon haben wir noch nichts. So, ich glaube, ich werde jetzt Mais anbauen, weil Mais geht Sommer, Herbst. Und zwar um den Qualitätssprinkler, weil der am längsten hält. Jetzt. Ja. Du kannst doch mehr Qualitätssprinkler bauen, oder? Muss mal gucken, ob ich die jetzt bauen kann schon. Radieschensalat. Maislat. 8-mal Mais. Jetzt haben wir März. Und sie warten bis Mais. Obst du es glaubst oder nicht? Ja. Und dann gebe ich das ganze Geld für Melonen aus. Nachdem mein Controller mal wieder ausgegangen ist. Dankeschön. Haben wir Bomben? Die Wand kann man bestimmt sprengen. Kleine Bomben, aber nein, kann man leider nicht. Das wäre ziemlich cool. Ping! Ach, ping! So, ich habe unser ganzes Geld ausgegeben. Ping! Bling! Die Lampe ist aber nicht an. Dafür kann ich nichts. Ja, die sind ja auch. Die bringen ja auch ganz schön Money, Money, Money! Money! Ich will essen! Darf ich das nicht essen? Nein. Danke. Du kannst nicht einfach alle essen. Doch, kann ich. Offensichtlich nicht. Denk nicht mit. Ich bin ein bisschen schlecht ausgerüstet für diese Ebene. Du könntest dir meine Spitzhacke mitnehmen. Ja, könnte ich. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Haben wir eigentlich Standarddünger? Okay. Und ein Waldschwert noch, okay. So. Ich komme mal wieder zurück.
Was denn? So, das muss ich nur heute gießen und dann nie wieder. Edelsteiner. Unten rechts. Da. Unten links meine ich. Hab's gefunden. Und die Geoden, die waren hier in der Kiste, ne? Ja. Ja. Ich könnte Geoden aufbrechen gehen. Oh nein, ich hab Geld. Ja, du kannst exakt 2 Geoden aufbrechen gehen. Hoffen, dass was Wertvolles rauskommt. Bei ihm verkaufen gleich. So, natürlich fehlen uns genau 2 Reihen. Warte, machen wir einfach hier. 12 Stück fehlen uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. So, wir haben jetzt 10 Refine Quarze. Sehr gut. Ja, du hast 5. Ich hab's verstanden. Ich hasse das, dass man die aus Versehen mal doppelt anquatscht, diese schöne Figur. Ja, die ist ziemlich nervig. Wo hattest du denn Refine Quartz gelandet? Hast du ihn auch bei den Rohstoffen? Nee, der ist. Ja, doch, da oben bei den Dings, glaube ich, mit dabei. Pack ich ihn leider nicht wieder rein. So, gießen finde ich übrigens mit der. Solange man noch nicht die bessere Gießkanne hat. Also mindestens die... Mit der Maus besser. Ja. Also mindestens die Goldkanne. Das ist mit der Maus besser. Das mache ich den Rest des Tages jetzt noch. Wolltest du nicht Dioden aufbrechen gehen? Nee, es ist 6 Uhr nach dem Abend. Ja, dann... Der Kerl ist schon wieder faul. Könnte die restliche Energie einfach nutzen, um den Baumstumpf abzuhauen. Ja, das werde ich jetzt auch machen, Bäume kaputt hauen. Ja, du behau du mal Bäume kaputt, ich mach die Baumstumpfe weg. So viel krieg ich ja sowieso nicht mehr weg. Genau, das war's nämlich. Das ist krass, aber wie doll die Bäume hier nachwachsen. Bei uns. Ich müsste doch langsam mal wieder eine neue Stufe haben vom Sammeln. Weiß ich nicht. Meine Sammelstufe ist bei 4. Ja. Ja, ich habe 6 erst, oder? Ich das jetzt schon mittlerweile eine 7. Ich will halt Sammeln auf Stufe 10 haben. Haben wir schon ein Silo? 1, ja, wir sollten ein zweites bauen, wenn wir das Geld haben. Ja, du hast das ganze Geld aufgebraucht. Ja, aber du, das Geld kriege ich ganz schnell wieder rein. Was hast du gekauft? Melonen? Ja. Das sind 13 Tage schnell. Ja, aber du weißt, dass ich Melonen gerade geerntet habe und die kann ich verkaufen. Mach mal. Mach ich. Ich gehe zu meinem blauen Plüschteddy und gehe ins Bett. Hast du nicht 2 blaue Plüschteddys? Nee, nein. Hatte ich dir nicht mal einen zweiten reingestellt? Nein. Ach nee, das war bei Franzi. Haben wir gesagt, soll da nicht rein? Da soll da rein. Hä? Da, wo ich stehe. Nee, das habe ich doch nicht gesehen, wo du stehst. So. Nee, ich gucke dir die ganze Zeit auf den Arsch. Du kannst noch Kupfer ansetzen. Könnte ich. Guck mal, ich verkaufe jetzt einfach mal. Also, ich brauche kein Geld jetzt erstmal. Ich verkaufe die Hälfte unserer Melonen und alle Silbersternmelonen. Dann. Das sollten 5.000, sollte ungefähr 7.500 sein oder ja, so. Ja, wir müssen aber auch irgendwas verkaufen auf jeden Fall. 8.000.
Weil es der zweite Tag jetzt noch. Genau, das ist der zweite Tag. Wir sehen noch schnell, wie viel wir gemacht haben. Hofarbeit Stufe 5, Viehzüchter oder Ackerbauer? Natürlich Ackerbauer. 7000 hast du gesagt? Ich habe 7,5 gedacht. Hofarbeit Stufe 6. Oh. Qualitätssprinkler, sehr gut. Und wir haben insgesamt 9056 gemacht, weil die 13 Melonen fast genauso viel wert waren wie die. Okay. Das ergibt keinen Sinn. War nicht erst 10 Melonen 2500 wert? Nee. 250 wert. Nee, weil ich gerade den Ackerbauer, ich kriege 10% mehr. Nein, Mensch, was für ein Glück. Was für ein Glück, dass du jetzt gleich mit. Moment, warte mal. Wie seid ihr bei dir, bevor ich das ausgewählt habe, gleich den Ackerbauer 10% mehr mitgewählt? Oder, ja, wird, wusste, das, oder wird das live jetzt gleich dazu gerechnet? Hat sich das gerade verändert? Ich habe keine Ahnung. Verändert. Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das für heute. Und achso, doch, es hat sich ein bisschen was verändert. Guck mal, es sind 9900 sogar jetzt. Bei dir sind noch 9056, bei mir sind 9900 noch was. Stimmt. Hier steht es nur falsch da. Wie viel mehr Geld? Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir nun kriegen. Auf jeden Fall war es das für heute. Schaut wie immer Twitter, Twitch, bla bla bla, Kommentare, Likes, Abonnements und so weiter und so fort. Genau, schreibt Schinken in die Kommentare. Schreibt Schinken in die Kommentare, von mir aus auch veganer Schinken, je nachdem wie ihr da so da drauf seid. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschö, tschö. Ciao.